Grid Legends ist in VR auf der Quest 2 erschienen und die Gemüter sind mal wieder erhitzt, die Meinungen völlig gespalten, die einen sagen, furchtbares Spiel, geht überhaupt nicht, die anderen sagen, wow, endlich mal ein geiles Rennspiel auf der Quest 2, ja, und ich frage mich, was soll das jetzt, in welche Richtung geht's denn nun? Deswegen habe ich mir das gute Stück mal gekauft, mich mehrere Stunden nicht hinter das Lenkrad, sondern hinter die Controller geklemmt und mir das Ganze mal angeschaut. Und meine ganz persönliche Meinung über dieses Spiel, die bekommt ihr jetzt. Und damit hallihallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Lars und ihr schaut BD VR Gaming und ich bin im Spiel in Grid Legends. Ja, das Menü, spartanisch gehalten. Viele haben sich beschwert, dass es kein 3D-Menü ist. Was genau versteht man jetzt unter einem 3D-Menü? Ich weiß es gar nicht so richtig. Ich sag mal so, das sieht genauso aus wie ein Automobilista 2, das sieht genauso aus wie ein Project Cars 2, das sieht genauso aus wie ein Assetto Corsa Competizione, nur ein Assetto Corsa Competizione ist hier ringsum noch wie so eine Werkstatt modelliert. Aber das Menü an sich ist trotzdem ein flaches Fenster. Ja, keine Ahnung, klar, dass man jetzt hier den schwarzen Hintergrund noch ein bisschen hätte Racing-mäßig gestalten können. Aber naja, ja, ich bin da wahrscheinlich spartanischer. Mir ist das wurscht, was hier drumherum ist. Das ist wichtig. Ich muss hier mich klar zurechtfinden können und sehen können, was die Entwickler von mir wollen, beziehungsweise wie ich mich durchs Spiel navigieren kann. Und das wiederum ist ziemlich gut gelöst. Wir haben hier den Homebildschirm, wo wir sofort im Rennen einsteigen können, die uns quasi vorgeschlagen werden. Hier gibt es monatliche Events, hier gibt es gegen irgendwelche Gegnerrennen, hier gibt es auch in verschiedenen Klassenrennen, wo man Plätze belegen muss, um da Fortschritte zu erzielen. Das ist schon mal ganz übersichtlich. Dann kommen wir quasi direkt in den Story-Modus. Hier habe ich quasi die Möglichkeit, aus zwei Stories, sage ich jetzt mal, auszuwählen. Einmal die Story von heute in die Zukunft und einmal eine Story von der Vergangenheit bis zu dem heutigen Zeitpunkt quasi. Also wie sich das Team, wo ich dran fahre, entwickelt hat über die Jahre und wie sich das Team weiterentwickelt. Die zwei verschiedenen Pfade hat man im Story-Modus. Und ihr Lieben, ich muss jetzt gleich mal gucken. Ich glaube, ich bin jetzt insgesamt so um die 3,5-4 Stunden gefahren. Denke ich mal. Ja, 3 Stunden ungefähr. 3,5. Ja. Und habe jetzt im Story-Modus quasi 7 Sachen erledigt. Ich bin auch jemand, der gerne auf Gold fährt. Ne? Also ich versuche da schon irgendwo das Beste rauszukitzeln, das ist irgendwo mein Ehrgeiz. Und jetzt gucken wir mal, ich glaube 36 Story-Stränge gibt es. Genau, also 36 Rennen bzw. Missionen in dieser Story, in dieser einen Story gibt es. Und dann gibt es quasi noch die zweite Story, wo man dann in die Zukunft spielt quasi, von heute an in die Zukunft. Das finde ich schon mal ziemlich nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Storys sind relativ gut erzählt. Man fühlt sich da auch abgeholt. Das Einzige, was mir manchmal so ein bisschen Unwohlsein bereitet, das sind Videosequenzen, die man sich da anguckt. Manchmal ist die Kamera statisch irgendwo hingestellt und filmt. Das ist sehr angenehm, weil das Ganze funktioniert oder läuft ja auf dieser großen Leinwand quasi, dieses Video. Manchmal haben wir aber auch so ein Effekt drin, wo quasi jemand mit der Handkamera durch die Gegend flitzt und da irgendwelchen Leuten Interviews abjagt und sonst irgendwas. Und dort wackelt das Bild so sehr, dass mir quasi, mir wird nicht mehr schlecht. Ich habe keine Motion Sickness, die habe ich schon vor Jahren überwunden. Aber man merkt, dass es irgendwie so, es ist unangenehm, es ist zu viel Bewegung im Bild. Und damit wirkt das unangenehm auf einen. Ne? Wenn sie den Monitor hier noch ein kleines Ticken nach hinten gesetzt hätten, wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Aber dadurch, dass der so groß ist, dass teilweise man den gar nicht komplett erfassen kann, ohne mit dem Kopf hin und her zu bewegen,
wirkt diese unruhigen Seen da irgendwie so, keine Ahnung, nicht ganz so rund. So, Story-Modus. Aber, wie schon gesagt, finde ich eine coole Idee. Würde ich mir in manch anderem Rennspiel auch wünschen, weil dort gerade Automobilista 2, das ist ein mega geiles Rennspiel und physikmäßig und alles tippitoppi, super geil. Aber sowas wie eine Karriere oder vielleicht sogar eine Story dahinter, wo man nochmal ein bisschen abgeholt wird, wo man nochmal ein bisschen tiefer eintaucht, wo man mit dem Spiel einfach auch nochmal so ein bisschen sich identifizieren kann, weil man halt der und der Fahrer ist, der da gerade irgendwie die tollsten Sachen erlebt. Das würde ich mir halt bei solchen Simulationen auf dem PC auch wünschen und das hat man sehr selten. Gerade bei wirklich diesen Hardcore-Simulationen, da kannst du nur entweder Rennen fahren oder fast keine Rennen. Und das entweder offline oder im Multiplayer. Ende. Ja, so viel dazu. Dann haben wir ja aber neben dem Story-Modus auch noch einen Karrieremodus. Da war ich jetzt noch gar nicht unterwegs, aber hier kann man sich quasi hocharbeiten vom Rookie bis zum Profi und der absolute Schlussknaller ist dann The Gauntlet. Oder Gauntlet oder wie auch immer das ausgesprochen hat, keine Ahnung. Also man hat ja noch einen Karrieremodus, wo auch nochmal 8, wartet mal, das sind 54, 63 Events stattfinden da drin. Also der Umfang ist echt, also Leute, Leco Mio, ganz ehrlich. So, Social, schnelles Rennen, Online-Rennen, kein Problem, Sessions suchen, selber Sessions erstellen und Freunde finden, funktioniert alles, könnt ihr alles machen und ja, online fahren. Ne? Das ist ja auch immer so ein Manko, gerade bei Rennspielen in VR hat man ja ganz oft irgendwo keinen Online-Modus mit dabei. Wenn man schon mal ein Rennspiel bekommt, gerade PSVR war damals auch so ein Ding, wo du, da hattest du, ich glaube, bloß ein Spiel, das war Test Drive, Drive Club, wo du online spielen konntest, das hat mega Fun gemacht und dann konntest du, ich glaube, in Dirt Rally noch so einzelne Rennen auch mit mehreren Leuten absolvieren, da konntest du auch noch online fahren, aber dann war es das, ne? Und deswegen Spiele mit Online-Modus oder Rennspiele mit Online-Modus in VR, geil, so, und hier könnt ihr quasi Rennen selber erstellen, ne? Hier könnt ihr einstellen, was für Modifikatoren, welche Disziplin, welche Klasse, welches Fahrzeug, welche Schauplätze, welche Route, welches Verhältnis. Was Wetter angeht, lese ich jetzt nicht. Nee, Wetter ist das, ich glaube nicht. Keine Ahnung, Verhältnisse halt. Warte mal, lass uns mal reingucken. Doch, Wetterverhältnisse. Doch, Tatsache. Tag, Regen, Schnee, Sturm, bedeckt, Nachmittag, Sonnenaufgang, Untergang, Zwielicht, bla bla bla, tralala, Rundenanzahl, Fahreranzahl. Und was ist denn hier noch in erweitert? Startaufstellung, zufällig, Fahrzeug-Upgrades. Dürfen die verwendet werden oder nicht, Mechaniker-Upgrades, Schadensniveau, Totalschadenrückgabe, also krass. Also der Umfang ist schon ziemlich geil. So, ihr habt eine Garage, ich habe mal durchgezählt, das sind 122 Fahrzeuge, die ihr hier alle in VR mit Cockpit-Ansicht nutzen könnt. Da sind wirklich geile Dinger dabei, relativ alte Geschichten, wie ein Ford Sierra, wie ein Audi, A4 Quattro, wie der alte Laguna von Renault, das erinnert mich total an Tokka Racing Car, falls das noch jemand kennt, ein alter 850er Volvo Kombi, so geil, aber auch ein 3er BMW, man hat aber auch neue Teile dabei, hier dann so ein bisschen die japanische Liga, dann haben wir hier GT, wir haben eine Corvette C, was ist das, C7, genau, das ist schon die neue. Wir haben einen Ferrari 480 GTE, wir haben eine Viper, wir haben Porsche, wir haben Audi RS, wir haben, keine Ahnung, Leute. Also es ist wirklich eine Menge. Ihr habt Drift-Autos dabei, ihr habt solche Track-Day-Geschichten dabei, was auch immer das ist. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gespielt. Auch Porsche, Lamborghini ist mit dabei, Aston Martin, Bugatti, Leco Mio, ehrlich. Open Wheeler sind mit dabei, nicht ganz so viele, aber auch ein paar coole Karren auf jeden Fall. Wir haben Trucks mit dabei, meistens Monster Trucks, aber hier auch noch so einen fetten LKW, also wirklich einen LKW. Wir haben Elektrofahrzeuge in verschiedensten Ausführungen und wir haben dann noch Specials, also wirklich nochmal so wirklich spezielle Rennboliden, wie zum Beispiel der Nissan 300 ZX Turbo Le Mans oder keine Ahnung, ob den noch jemand von euch kennt. Die DDR-Kinder kennen den vielleicht noch.
der McLaren M8D. Den gab es damals als ferngesteuertes Auto. Könnt ihr euch daran noch erinnern? In Rot war der damals. Und man konnte, ich glaube sogar an der Seite hier, diese Türen so nach oben aufklappen, wenn mich nicht alles täuscht. Mega cool das Ding. Als ferngesteuertes Auto. Und dass der hier mit drin ist, das finde ich mega. Ich hoffe, ich schalte irgendwann mal frei und kann mit dem Ding durch die Gegend heizen. Ha, total geil. So, dann könnt ihr hier euer Team einstellen. Ihr könnt quasi auswählen, wie der Teamname ist. Vorname, Nachname, Teambanner. Irgendein Logo fürs Team und dann Sponsoren, da habe ich jetzt noch keine, Mechaniker könnt ihr ausbilden, Teamkollegen könnt ihr ausbilden, das geht ab Level 5, ich bin jetzt Level 5, ich könnte jetzt quasi mein erspieltes Geld hier einsetzen, um zum Beispiel, was könnte man gleich mal machen, was ist das hier, wartet mal, Anweisungen angreifen verwenden, hiermit kannst du deinem Teamkollegen Anweisungen angreifen geben, achso, also du kannst dann quasi, stimmt, du kannst ja noch mit dem Teamkollegen noch kommunizieren während des Rennens, was die machen sollen, wie die dich unterstützen sollen und so weiter und so fort. Rennstrategie, Teamharmonie, Expertenwissen, da könnt ihr quasi hier Sachen ausbauen und ihr könnt quasi auch euren Mechaniker ausbilden, dass der quasi dann ja die Reparaturkosten reduziert, dass, was haben wir denn hier noch? Achso, ich muss hier unten erst wieder auf A bestätigen, wie ich irgendwas machen kann. Hier unten kommen halt immer die Tutorials, ne, die ihr euch angucken könnt. Fahrzeugrabatte gibt es dann quasi, wenn ihr auch neue Autos kauft und so weiter und so fort. Und das könnt ihr mit der Werbung hier oben quasi alles bezahlen, indem ihr ja gut fahrt und damit Werbung verdient in den Rennen. Ne? Ja, was haben wir noch? Die Option, da gucken wir auch noch mal ganz kurz rein. Also ihr seht schon, es ist mega umfangreich, das Ding. Ich finde das wirklich nicht schlecht vom Umfang her. Spieloptionen. So, ihr könnt die Einheiten natürlich umändern, ihr könnt die Schwierigkeit umändern. Ich bin jetzt KI-Schwierigkeitsgrad schwer, weil ich es gerne so ein bisschen herausgefunden habe. Man kann es aber auch auf wirklich sehr einfach stellen und dann hat man einen guten Einstieg in die Rennwelt, wenn man damit noch nie in Berührung gekommen ist. Das Getriebe auf automatisch oder auf manuell. Man kann sogar selber kuppeln, die Ideallinie nur für die Kurven oder für die ganze Strecke anzeigen lassen. ABS kann man sich variieren, wie man möchte, Traktionskontrolle, die Stabilitätskontrolle, also das ESP und Driftmodus Gegenlenkhilfe kann man auch noch anschalten. Also ihr habt ja auch eine Menge Helferlein, die ihr noch dazu nehmen könnt, wenn es zu kompliziert wird und wenn ihr merkt, oh, ich fahre ja andauernd nur noch Gold ein und es wird total langweilig, dann dreht einfach die Schwierigkeiten und die Hilfen in die entsprechenden Richtungen so, dass es halt dann schwerer wird. Ne? Ja, ihr habt Anzeigen, die ihr euch ja, während des Rennens anzeigen könnt. Ich habe ganz viel ausgeschaltet, weil ich habe es gern realistisch. Ich will nicht 25 Menüs vor mir hängen haben, sondern ja, so wie es im echten Leben halt auch ist. Das, was ich während dem Rennen mache, das muss ich mir halt irgendwo merken und irgendwo mitkriegen und fertig. Und ja, online könnt ihr dann hier noch quasi ein paar Einstellungen vornehmen. Und das war es jetzt auch schon mit den Einstellungen. Also rein vom Umfang her kann man ja nochmal sagen, wir haben über 120 Fahrzeuge, 122, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir haben 18 Strecken, teilweise auch wirklich sehr coole Stadtstrecken, also wo die Städte auch wirklich gut erkannt werden. Ne, London, Moskau, Paris, Chicago habe ich bis jetzt schon gesehen. Auf, glaube, Kuba oder so Havanna muss es noch geben, die habe ich aber noch nicht gesehen. Ja, und von den Strecken gibt es dann auch noch mal jeweils zwischen 3 und 6 verschiedenen Varianten, also umgedreht und kürzer, länger, wie auch immer noch mit irgendwelchen Schikanen drin und Schlag mich tot. Also man hat ja wirklich einen großen Umfang. Ja, warum ist denn dann die Welt da draußen so zweigeteilt? Warum sind die Meinungen so verschieden? Weil, ich habe es euch ja vorhin schon gesagt, die einen geben hier 1-Stern-Bewertung für das Spiel und sagen, das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Und die anderen sagen, geil, endlich ein Rennspiel für die Quest 2, was wirklich vom Umfang her top ist, was sich super fährt, wo die Physik auch gut passt, wo man gut als Einsteiger reinkommt, aber auch als ja, schon rennaffiner Spieler seinen Spaß haben kann. Warum ist denn das jetzt so? Warum gehen die Meinungen so weit auseinander? Und da gucken wir jetzt mal in so ein Rennen rein.
Hier erzählen die immer, die Spannung zwischen Nummer 22 und Valentin Mann, sie haben zugenommen, sind im Zwischenfall auf der Strecke geführt, die beiden uns hinter der Ende des Felds zurückführen, keiner von ihnen hat vor, dort zu bleiben. Ja, also da gibt es immer so eine Rivalität zwischen einem anderen Team und mir quasi. Das ist zum Beispiel wieder so eine Szene, die, ja, wie soll ich sagen, so statisch gefilmt wurde. Ne? Da wackelt das Blatt nicht so hin und her, da steht eine Kamera und die filmt und da ist alles gut. Manchmal rennen die aber auch so durch den Rennstall durch oder so und dann wackelt das alles und dann ist das eher unangenehm. Ja, und hier wird halt die Story dann immer so ein bisschen vorwärts gegeben. Ah, Sydney gibt's auch. Stimmt, Sydney war ich auch noch nicht. Und ja, jetzt wird man halt hier so ein bisschen in das Rennen reingebracht. Das meinte ich halt, ne? Hier habt ihr jetzt wieder, oder hier seht ihr jetzt, hier hat jemand die Kamera so in der Hand und wackelt so damit hin und her. Und das ist, ja, irgendwie für diese Riesenleinwand irgendwie ein bisschen unangenehm. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Es ist erträglich, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh cool, ja, wackel mal noch ein bisschen mehr. Nee. So. Also das sind quasi diese Zwischensequenzen, die ihr immer bekommt. Dann wird hier noch am Anfang nochmal von der Strecke meistens ein bisschen was erzählt. Da kommen noch irgendwelche Sprüche oder irgendwas, ne? Und wir sind jetzt in Dubai. Gibt's auch noch. Ach, na schön. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Strecken sind auch wirklich so dargestellt, dass man einen Wiedererkennungswert hat. In Paris sieht man irgendwo mal einen Eiffelturm, in London siehst du immer mal die Tower Bridge oder halt so typische Gebäude. Ne? In Moskau, da hast du Kreml, weiß ich jetzt nicht genau, weil diese Zwiebeltürme und so weiter und so fort. In Chicago hast du die Straßenbahnen, die halt so oberirdisch da langfahren, ne? Die auf diesen Stelzen da durch die Gegend, durch die Stadt fahren, wo du drunter durchlaufen kannst. Das passt alles irgendwo, das ist authentisch, ne? Das ist cool gemacht. Aber, ja, jetzt kommt das, woran sich die meisten stören. Die Grafik. Die Grafik ist, ja, wie habe ich vorhin schon mal, ich habe vorhin Drive Club schon mal angesprochen, auf der PSVR. Und Drive Club, ein bisschen spät, bremst. Und Drive Club auf der PSVR, wer es schon mal gespielt hat, weiß, fantastisches Spiel, fährt sich wirklich toll, aber sah, naja, nicht schön aus. Sag mal so. Ey, schubst mal nicht so, alter Falter. Oh, das soll ich ins Leid rein. Das war ich ja eigentlich, nur zu hier. Okay. Und ja. Es sieht nicht schön aus. Klar sieht es nicht schön aus. Wir spielen auf der Quest 2, Leute. Quest 2. Das ist ein Handy. Das ist weder eine Konsole, noch ein Gaming-PC, noch sonst irgendwas. Und wenn ich mir überlege, dass damals die PS4, die sicherlich mehr Bums hatte als dieser XR2-Chip hier, schon Drive Club nicht vernünftig darstellen konnte, mit vielen Fahrzeugen auf der Strecke, und ihr seht selber, was hier los ist, ja, wie soll es denn dann dieser kleine Puppelchip hier schaffen? Verratet mir das mal. Ganz ehrlich, ich finde es halt schade, weil wenn man die Rezension... Oh, sorry. Voll in die Seite rennen hat. Wenn man die Rezension so liest unter dem Spiel, dann geht es halt wirklich den Leuten darum, dass die halt die Grafik kacke finden. Und sagen, oh, das sieht ja aus wie vor 20 Jahren. Dem kann ich nur sagen, ihr Lieben, verkauft eure Quest, kauft euch ein 2000 Euro Gaming-PC und ein vernünftiges Headset und ihr habt geile Grafik. Ihr seid hier einfach limitiert. Und viele haben auch geschrieben, ja, die EA hätte doch einfach mal das vernünftig portieren sollen und vernünftig machen sollen und noch mehr in die Performance reinlegen sollen. Das haben die aber schon gemacht. Das Ding läuft quasi hier schon mit nur 36 Bildern. Also die haben ja schon echt runtergeschraubt und dann quasi Reprojection, die interne Reprojection-Geschichte der Quest 2 genutzt. Weil die kann das auch, diese Reprojection-Sache. Ich fahre hier ganz schön Haufen zusammen, wenn ich rede, aber das ist nun mal so. Und ich denke, ah, was machst denn du hier, Kunde? Oh, der hat sich mal schön gedreht. Und ich sag mal so, wir fahren ja hier oben nicht auf dem platten Land rum, ne? Muss man ja auch mal fairerweise sagen. Wir sind hier in Städten unterwegs.
wo hier an der Seite auch noch ein bisschen was rumsteht, wo hier Gebäude stehen, wo Tribünen stehen, wo keine Ahnung was, alles vorhanden ist und Licht und Tageszeit und von Schatten rede ich jetzt mal nie, weil die siehst du hier eher selten. Unter den Fahrzeugen sind so ganz leichte Schatten angedeutet, aber ja, das war jetzt keine berühmte Leistung, aber egal. Unter den Fahrzeugen sind so leichte Schatten angedeutet, aber ja, wie schon gesagt, ihr Lieben, wir sind hier auf einem Handy unterwegs. Ne? Das darf man einfach mal nicht vergessen. Und ich finde es halt echt schade, dass das Spiel hier so zerrissen wird, weil es ist ein geiles Spiel. Es ist wirklich gut umgesetzt. Es fährt sich super. Die Fahrphysik ist klasse. Und man kann halt hier an der Physik auch noch ein bisschen schrauben, indem man halt die Sachen einstellt, die ich euch vorhin gerade gezeigt habe, wenn einem das nicht so richtig gefällt. Aber ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich erst auch von den schlechten Rezensionen abschrecken lassen und habe gesagt, nee, Gottes Willen, kaufe ich mir niemals. Ich habe es mir jetzt aber gekauft, weil ich halt auch die guten Rezensionen gelesen habe. Und weil bei den schlechten Rezensionen wird sich immer nur über die Grafik beschwert. Und natürlich, was, ja, da muss ich natürlich den Leuten recht geben, was ich schön gefunden hätte, das geht noch nicht, ich hoffe, es kommt beim Update. Man kann lenken nur über den Thumbstick. Man kann nicht selber hier das Lenkrad in die Hand nehmen und fahren. Das wäre nochmal eine deutliche Steigerung der Immersion, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber es fährt sich trotzdem gut. Es fährt sich wirklich gut. Man hat ein Gefühl fürs Fahrzeug. Ich habe hier auch schon einige coole Drifts durch die Kurven geschafft. Und wenn ich nicht quatsche, fahre ich besser. Das wisst ihr. Aber das ist ein geiles Spiel und es hat einen riesen Umfang. Und man muss halt wirklich auch sagen, grafisch kann die Quest 2 Grad sicherlich nicht viel mehr in solchen Rennspielen. Na? Klar, Red Matter 2, Red Matter 1, keine Ahnung was. Es gibt einige Spiele auf der Quest 2 und die halt super aussehen, die wirklich mega geil aussehen. Aber dort fährst du auch nicht mit 200 durch die Gegend, sondern dort latschst du wie eine Schildkröte irgendwo durch die Gegend. Und mehr muss da nicht gemacht werden. Da muss nicht ständig neu berechnet werden, sondern die Landschaft, die bleibt gleich und bewegt sich halt langsam irgendwo durch die Gegend. Ne? Das passiert hier ja nicht. Und du bist dort auch alleine im Spiel unterwegs und nicht noch mit 16 oder 20 oder keine Ahnung wie viele Gegnern, die hier noch auf der Strecke rumfahren und da auch noch irgendwo berechnet werden müssen. Und wie schon gesagt, ich habe das Gefühl, ja, dass die schlechten Rezensionen kommen von Grafikfetischisten, die einfach sagen, oh mein Gott, was ist denn das? Ich krieg ja hier voll meine Augen, die weinen. Ja, klar ist die Grafik nicht toll, aber ja, wie schon gesagt, Leute, das ist ein Handy, was wir hier vor der Nase haben. Das ist keine Spielekonsole, das ist kein Gaming-PC, das ist ein Kack-Handy. Und dafür, dass es ein Handy ist, ist das schon mal sehr geil, dass das so läuft. Weil wie schon gesagt, ich habe noch vor den Augen Drive Club auf der PSVR. Das sah auch furchtbar aus. Und da steckt eine Spielekonsole dahinter. Und ein natives Headset. Na, versteht ihr mich? Also, prinzipiell, wer Bock auf Rennfahren hat, ist hier Gold richtig. Wenn man nur eine Quest 2 hat. Wenn man keine Möglichkeit hat, auf einer Konsole auf ein Rennspiel zuzugreifen, wie schon gesagt, auf der PSVR sieht es jetzt auch nicht viel besser aus. auf der PSVR 2 mit GT7 wird sicherlich deutlich besser aussehen, aber da muss man schon wieder mehrere tausend oder mehr als 1.000 Euro in die Hand nehmen. Und ja, na klar, dass es auf dem PC besser aussieht, na logisch, aber da stecken ja auch Komponenten drin, ne? Da ist ja die Grafikkarte schon teurer als das ganze Headset. Von daher, ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde das Ding mega geil, vom Umfang her wirklich cool. Ich wünsche mir, dass noch dieses Handtracking, also diese Steuerung mit dem Lenkrad mit reinkommt. Das wäre richtig cool. Und trotzdem fährt es sich aber auch jetzt schon sehr gut. Man kann hier wirklich die Rennen super fahren. Ihr habt gesehen, ich habe ganz viel Gold schon da unten in meiner Storyline. Und ja, ich verstehe es nicht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Dieses Gehete, Gejammere, da kommt man
ich sag mal, ein AAA-Titel von einem großen Publisher auf die Quest 2, wo alle vorher gesagt haben, oh, wir brauchen große Spiele, wir brauchen große Spiele in VR, das muss, ne, dann kommt mal was. Und dadurch, dass es aber technisch eingeschränkt ist, weil es einfach, weil wir hier ein blödes Handy vor der Nase haben und die Grafik dadurch natürlich runtergekocht werden muss, damit es vernünftig läuft und nicht alle auf ihre Couch kotzen, geht es halt dann los, ja, das haben sie aber Mist gemacht und das ist aber nicht toll und ja, und tralala. Ich verstehe es wirklich nicht. Ehrlich, es tut mir leid, ich verstehe es einfach nicht. Auf der einen Seite jammern alle, wir haben keine vernünftigen Spiele, dann kommt mal ein vernünftiges Spiel, dann ist es auch wieder scheiße. Ne? Also so wird das mit VR nichts, Leute. Ehrlich, da können wir einen Haken dran machen, da können wir es lassen. Tja, meine Meinung, geiles Spiel, 30 Euro, bin ich mir sicher, ist es wert, weil ich habe ja schon viele Stunden drin versenkt und werde noch viele Stunden drin versenken. Und ja, wer nicht so ein Grafikfetischist ist und jetzt unbedingt überall gestochen scharfe Grafik braucht, sondern auf Renn-Action steht, und die steht hier absolut im Vordergrund, dem kann ich das nur empfehlen. Okidoki, ihr Lieben. Das war mal wieder meine ganz persönliche Meinung. Wem sie nicht passt, der hat Pech. Wem sie passt, umso besser. Und ja, über Abos, Däumchen, Glöckchen, Kommentare würde ich mich natürlich wie immer freuen. Wir sehen uns definitiv bald wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bye, bye.